Hi und herzlich willkommen zu Part 18 meines Farmlife Let's Plays. Es ist ganz, ganz früh am Morgen hier in Hanford und Beckley und unsere beiden Mädels sind gerade damit beschäftigt, hier ein bisschen im Sand zu spielen. Währenddessen ist Kiara gerade dabei, sich um alle Tiere zu kümmern. Steve muss jetzt gleich zur Arbeit und so geht irgendwie der ganz normale Alltag heute los. Da macht sich Steve gerade bereit, um zur Arbeit zu gehen. Er hat gute Laune, denn er weiß, dass wahrscheinlich in diesem Part sein Sohn zur Welt kommen wird. Kiara ist ja aktuell hochschwanger. Sie ist mittlerweile im dritten Trimester. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass die beiden einen Sohn erwarten. Das wird für die beiden jetzt eine ganz neue Erfahrung, denn die beiden haben ja erstens in der ersten Schwangerschaft Zwillinge gehabt und zweitens waren es auch noch Mädchen. Und deswegen ist das natürlich jetzt eine ganz neue Erfahrung hier, dass es nur ein Baby wird und dann eben auch noch ein Junge. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt in diesem Part eben herausfinden werden, also nicht herausfinden werden, sondern ob wir in diesem Part das Baby begrüßen dürfen, dass das Baby eben in diesem Part geboren wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, aber ich denke schon, weil wie gesagt, sie ist im dritten Trimester und das müsste jetzt sehr bald passieren, dass die Geburt losgeht. Ich denke mal in der Nacht irgendwann, meistens habe ich irgendwie in der Nacht eher die Sims-Geburten. Wie gesagt, unsere beiden Mädels spielen hier gerade im Sandkasten, sie haben richtig viel Spaß und sind glücklich und zufrieden und so habe ich mir das auch für die beiden gewünscht. Die beiden haben jetzt hier im... Okay, Emily findet, es ist eine gute Idee, einfach mal auf unserem Grill ein bisschen zu grillen. Naja, okay, das, was sie da um 10 Uhr morgens gegrillt hat, sieht ja auch ganz gut aus. Jetzt nicht unbedingt nach Frühstück, aber ja gut. Wir sind bald einfach dankbar, dass unsere Nachbarin uns hier einfach etwas gekocht hat. Fleur meint, es reicht jetzt mit Sandkastenspielen, macht sich auf den Weg zum Puppenhaus. Wie gesagt, es ist gerade einfach so ein bisschen Alltag. Wir erleben jetzt einfach den Tag hier mit unserer Familie, starten ganz entspannt in den Tag und warten eigentlich jetzt wirklich nur noch darauf, dass die Geburt losgeht. Kiara macht sich jetzt erstmal einen Kakao. Sie ist, glaube ich, auch gerade ganz froh, dass ihre beiden Mädels sich gerade so gut alleine beschäftigen können. Und deswegen genießt sie jetzt eben gerade noch die letzten Stunden, in denen sie nicht mehr stillen muss, nicht die ganze Zeit nachts aufstehen muss und so. Denn das kommt ja jetzt alles wieder auf sie zu. Und ich denke, deswegen hat sie gerade so ein bisschen gemischte Gefühle, weil sie sich natürlich einerseits total freut, dass ihr Baby bald geboren wird. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch eine große Veränderung wieder dem Ganzen bevor. Denn, okay, ich muss auf jeden Fall den Waschbecken Typ hier einmal bestimmen, sehe ich gerade. Wir müssen natürlich hier einmal auswählen, dass das Ganze hier ein Badezimmerwaschbecken ist, denn sie soll natürlich da jetzt nicht ihren Kakao spülen gehen. Also auf der einen Seite freut sie sich natürlich auf ihren kleinen Sohn. Auf der anderen Seite hat sie natürlich aber auch so ein bisschen Bedenken, ob sie das alles schafft dann mit drei Kindern, denn Steve ist ja jeden Tag auch arbeiten und sie ist dann eben ganz alleine zu Hause. Und hat sie jetzt gerade die Spülmaschine kaputt gemacht oder warum hat sie gerade so entsetzt geguckt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat sie eben dann auch diese Bedenken, weil sie sich dann denkt, schaffe ich das überhaupt mit drei Kindern? Schaffe ich das, denen allen irgendwie gerecht zu werden? Fleur und Dahlia sind ja auch noch so klein und jetzt kommt auch noch ein Baby und wie soll ich das alles schaffen, irgendwie allen Kindern gerecht zu werden und mich dabei selbst nicht total zu vernachlässigen? Und ja, solche Gedanken gehen ihr natürlich jetzt auch durch den Kopf, zusätzlich zur Vorfreude natürlich, dass sie jetzt eben wieder ein Baby in den Armen halten darf und okay. Dahlia kommt jetzt gerade zu Kiara und möchte ein Buch vorgelesen bekommen. Das ist richtig süß. Dahlia hat ja tatsächlich die Marotte, dass sie Bücher liebt. Das finde ich total schön, weil ich glaube, das hatte bisher noch kein Kleinkind von mir. Deswegen freue ich mich natürlich total, dass sie jetzt diese Marotte für sich entwickelt hat. Aber irgendwie hat das jetzt leider doch nicht so ganz geklappt mit dem Buch vorlesen. Und Steve hat tatsächlich gerade eine Beförderung bekommen. Er ist jetzt Verkaufsflächenangestellter. Wir denken uns ja immer noch, dass er diese Tätigkeit eben im Laden seiner Eltern ausübt. Deswegen ist das eben jetzt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob er sich so krass freut dann über diese Beförderung. Aber ich sehe gerade, dass hier richtig viel reif ist von unserem Gemüse. Und das werden wir natürlich jetzt mal alles ernten. Das können wir vielleicht dann nachher noch im Dorf verkaufen gehen. Und dann können wir natürlich jetzt auch direkt nochmal Riesenfeldfruchtsamen kaufen. Die sät natürlich jetzt hier fleißig nochmal alles neu aus, sodass wir dann eben bald auch wieder eine neue Ernte bekommen. Und ich werde jetzt erstmal die ganzen Kürbisse, die wir hier geerntet haben, ein paar davon in den Kühlschrank tun, denn damit können wir natürlich dann auch wieder leckere Sachen kochen. Und nächste Woche ist tatsächlich auch der Riesenfeldfruchtmarkt. Vielleicht sollten wir mal versuchen, daran teilzunehmen, dass wir jetzt versuchen, uns ganz, 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 ganz wunderbar um eine Riesenfeldfrucht zu kümmern, sodass wir vielleicht nächste Woche dann am Riesenfeldfruchtmarkt teilnehmen können. Ich habe jetzt ein paar von den Kürbissen in unseren Kühlschrank gezogen und werde
gerade jetzt auch noch den Salat. Ich glaube, von dem Salat behalten wir einfach alles. 4 Salate behalten wir und die 8 Kürbisse können wir nämlich dann gleich auf den Markt verkaufen gehen. Und wir haben gerade einen Anruf bekommen von der Arztpraxis, dass alles unauffällig war, dass unser Baby gesund ist und dass nichts zu befürchten ist. Und das freut uns natürlich sehr. Kira ist natürlich jetzt sehr, sehr glücklich über diese Nachricht, dass alles unauffällig ist, dass alles so ist, wie es sein soll. Und darüber freut sie sich natürlich sehr. Sie ist mittlerweile sehr verspielt. Wir müssen ein bisschen auf sie aufpassen, dass sie uns hier nicht an einem Lachanfall dahin scheidet. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, Steve ist jetzt gerade hier fleißig mit der Gartenarbeit beschäftigt. Kira kann sich ja vielleicht jetzt gerade mal ein kleines bisschen ausruhen. Sie hat zwar Kleinkinder zu Hause, aber die beschäftigen sich jetzt gerade ein kleines bisschen alleine und sie kann vielleicht jetzt mal dem Baby ein bisschen vorlesen, dass sie vielleicht jetzt mal gerade so die letzten Stunden noch ein kleines bisschen genießt. Ach so, das geht dann mit Steve zusammen, wie es scheint. Oh, ich liebe das voll. Aber die halten das Buch immer noch falsch rum. Das ist mir schon mal aufgefallen. Ich muss davon jetzt gerade mal ein paar Bilder machen. Oh, ich liebe das voll. Das ist einfach so eine niedliche Animation, wirklich. Dass die dann einfach gemeinsam dem Baby ein bisschen was vorlesen. Das finde ich richtig, richtig schön. Ach, wie toll sieht der bitte so Fleur aus. Sie hat sich einfach ihren Sonnenhut angezogen. Steve wird gerade von seinem Vater angerufen. Da wird er natürlich einmal dran gehen. Er hat ja zu seinen Eltern eine wirklich total gute Beziehung. Und deswegen wird er natürlich da auf jeden Fall mal dran gehen. Denn die beiden unterstützen Kira und Steve ja schon wirklich sehr. Also ohne die beiden hätten wir wirklich sehr starke Probleme. Sowohl finanziell als auch mit allem anderen, denn dann könnten wir uns unsere Gartenhilfe nicht leisten und so weiter. Deswegen wird er natürlich weiterhin versuchen, so gut es geht, die Beziehung zu seinen Eltern positiv aufrechtzuerhalten. Hier steht tatsächlich Emily mit Wehen. Okay, Emily, geh ganz schnell ins Krankenhaus. Aber wie süß ist das bitte, dass Emily jetzt auch ihr Kind bekommt? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei den beiden auch einmal vorbeischauen, denn das heißt, unsere Kinder werden fast gleich alt sein. Emily hat gerade Wehen bekommen, hier während sie gerade in unserem Lama-Gehege stand. Und sie wird natürlich jetzt mit Audrick sich sofort auf den Weg ins Krankenhaus machen. Oder vielleicht auch eine Hausgeburt bekommen, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall bekommen die beiden jetzt ihr Baby. Und das ist wirklich total spannend. Und ich meine dadurch, dass wir die Zwillinge ziemlich sicher auch mit einer Hausgeburt bekommen haben, werde ich jetzt mal alles dafür vorbereiten, dass wir auch unseren Sohn per Hausgeburt bekommen. Ich denke, dass Kira und Steve sich das so wünschen würden. Okay, ich sehe gerade, dass hier der Nachttisch so ein bisschen im Weg ist. Deswegen werde ich den jetzt einfach mal hier in die Ecke verrücken. Und dann können wir die Geburtskissen erstmal hier hinstellen. Und dann müssen wir einfach dann wieder umbauen, wenn das Baby da ist. Kira hat gerade das Abendessen im Reiskocher gekocht. Es gibt heute Kao Niao Mumau Mumuang oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist es unser Abendessen und wir warten jetzt weiterhin gespannt darauf, dass die Fruchtblase platzt und das Baby endlich das Licht der Welt erblickt. Aber ich sehe gerade, dass wir noch einen Hochstuhl brauchen, denn wenn wir jetzt gemeinsam hier Abendessen wollen, brauchen wir noch mehr Platz für unsere Kinder. So, ich denke, so ist das ganz schön. Dann können wir alle gemeinsam am Tisch sitzen und wenn unser drittes Kind dann zur Welt kommt, dann müssen wir sowieso noch mal ein bisschen umplanen. Okay, ich sehe gerade, ich muss mir unbedingt wieder diese Mod installieren, mit der ich die Babys oder die Kleinkinder im Hochstuhl festketten kann, weil es ist so unfassbar nervig, dass die immer ihre Eltern rufen, die sie wieder aus den Hochstühlen rausholen und dabei sollen die einfach nur da essen. Das ist wirklich so nervig. Ich frage mich wirklich, was sich Sims dabei gedacht hat. Naja gut, also wir wollen gerne, dass unsere Kinder hier etwas essen und dafür müssen sie aber hier sitzen bleiben. Ich versuche das jetzt... Oh mein Gott, Fleur... Ja, okay, und da ist das Cozy Feeling dahin. Ich werde es jetzt nicht mehr probieren. Ich habe wirklich alles versucht, dass hier die ganze Familie am Essen teilnehmen kann. Aber wenn ich hier anklicke, dass sie das Essen essen soll, dann ruft sie direkt nach ihrer Mutter und die hebt sie dann einfach wieder raus, ohne dass sie einfach nur mal einen Gedanken daran verschwenden, dass das Essen direkt vor ihrer Nase steht. Das ist wirklich ein bisschen nervig, Freunde, das ist mir wirklich. Also schreibt mir gerne, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wie man das irgendwie auch ohne Mod hinkriegen kann. Aber ich sehe da wirklich die einzige Lösung darin, dass ich mir schon wieder diese Mod runterladen muss. Also ich glaube, ich könnte dieses Spiel niemals spielen ohne Mods. Also wirklich, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die auf der PlayStation spielen oder irgendwie generell auf der Konsole und ohne Mods spielen müssen. Ihr habt einfach keine Mods. Ihr könnt so viele Bugs einfach überhaupt gar nicht
per Mod fixen. Das ist wirklich total schlimm. Ja, deswegen, also ihr habt mein absolutes, also meinen absoluten Respekt, dass ihr dieses Spiel trotzdem irgendwie spielen könnt. Steve meint jetzt einfach, dass es eine gute Idee ist, hier Flur zu essen. Leute, also, ich weiß nicht, das ist ja eine Lebenssimulation hier, ne? Kara sitzt jetzt hier alleine im Esszimmer. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade das Cozy Feeling so krass zerstöre, aber ich bin gerade ein bisschen genervt. Kara sitzt jetzt einfach ganz alleine hier. Steve meint, es ist eine gute Idee, im Flur zu essen, und die Kinder haben sich einfach das Essen mitgenommen, und Dahlia ist jetzt hier im Schaukelstuhl und Fleur auf dem Sofa. Also, das habe ich mir wirklich anders vorgestellt, Leute. Aber gut, es ist leider jetzt einfach der Abend vor der Geburt und alle sind ein bisschen durch den Wind und deswegen ist heute alles ein bisschen anders als sonst. Ich werde denen jetzt die Aufgabe mal abnehmen und das Essen in den Kühlschrank stellen und dann werde ich dafür sorgen, dass jetzt alle schlafen gehen. Oh Leute, es ist soweit. Warum hat sie dieses Zeichen, dass sie sich nicht über die Geburt freut? Hat sie ihren Schwangerschaftswunsch geändert? Nein, sie ist neutral. Okay, ich dachte gerade wirklich, sie möchte jetzt doch kein Kind haben. Das wäre super schade gewesen. Aber Leute, es ist soweit. Kiaras Fruchtblase ist geplatzt. Sie hat Wehen. Und das bedeutet, wir werden in diesem Part noch dieses Kind zur Welt bringen. Ich denke mal, auch wenn Kiara jetzt gerade starke Schmerzen hat, wird sie wahrscheinlich schon relativ ruhig bleiben, denn sie kennt das Ganze ja schon. Sie weiß ja, wie so eine Geburt abläuft. Und deswegen wird sie natürlich jetzt erstmal ihre Hebamme anrufen. Ach so, wir müssen erstmal die Hausgeburt beginnen. Okay, Leute, ich mache das leider zum ersten Mal hier alles. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier tue. Nein, natürlich nicht. Ich vergesse das einfach nur jedes Mal. Und ich glaube, jetzt können wir dann aber die Hebamme anrufen. Ja, genau. Also, wir müssen erstmal die Geburtsmethode wählen, dann können wir die Hausgeburt starten und dann kann man die Hebamme anrufen. Die Hebamme wird in Kürze eintreffen. Ich weiß, dass die uns ganz schön viel Geld kostet, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ihr mir geschrieben habt, ob man die überhaupt braucht. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir haben sie auf jeden Fall dann da. Steves Eltern bezahlen ja sowieso alles für uns. Deswegen kann uns das ja egal sein. Missy geht es irgendwie gerade nicht so gut. Ach, Missy, weißt du was? Kiara hat gerade ganz, ganz furchtbare Schmerzen. Es geht jetzt gerade mal nicht um dich. Oh, okay. Also während seine Ehefrau gerade Wehen hat, merkt Steve, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt nochmal haben möchte und sagt jetzt, okay, vielleicht wäre ich doch eher neutral in Bezug auf Kinder. Das können wir natürlich sehr gerne machen, denn ich meine, die beiden haben jetzt dann bald drei Kinder. Steve hat wieder seinen Bart wachsen lassen. Und ich denke auch, dass das jetzt wirklich dann erstmal reicht. Wir können sehr gerne bald mit den beiden nochmal Kinder bekommen, aber ich glaube, sobald wird der Wunsch jetzt erstmal gerade nicht zurückkehren, dass sie unbedingt noch ein Kind bekommen möchten. Ich meine, neutral heißt ja nicht nein, aber ich glaube auch, dass Steve jetzt so beim dritten Kind nicht unbedingt das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt unbedingt noch ein Kind bekommen. Und Steve versucht natürlich jetzt, während Kiara hier versucht, irgendwie mit den Wehen klarzukommen, sich auch um die Kinder zu kümmern. Ich würde die am liebsten gerade zu den Großeltern schicken, dass sie jetzt von der Geburt gar nicht so viel mitkriegen. Denn ich hatte eigentlich gehofft, dass die beiden das Ganze verschlafen, aber dem ist leider nicht so. Es ist leider jetzt schon relativ früh. Fleur macht sich natürlich jetzt auch ein bisschen Sorgen um ihre Mom und vielleicht wird sie so ein bisschen in ihrer Kleinkindsprache so ein bisschen brabbeln und fragen, Mama, aua. Und Kara wird sie dann in den Arm nehmen und sagen, ja, aber es ist alles gut. Euer Geschwisterchen kommt jetzt bald zur Welt und das ist für Mama ganz schön anstrengend, weißt du? Und ja, sowas wird sie dann eben sagen. Und jetzt werden wir sie vielleicht trotzdem mal gerade im Schaumbad machen. Vielleicht hat sie gerade so eine kleine Wehenpause. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen Energie dazu cheaten, weil wir können natürlich unser Kind hier jetzt auch gerade nicht so stinkig lassen. Und Kara hat jetzt, wie gesagt, gerade mal so eine kleine Wehenpause. Wir haben keine strenge Familiendynamik, sondern Fleur soll lediglich ins Schaumbad, was definitiv nichts Strenges an sich hat. Ja, in der Zeit kümmert sich Steve gerade um Dahlia, die auch ganz dringend eine neue Windel braucht. Okay, Steve hat es irgendwie nicht gebacken gekriegt, seiner Tochter eine neue Windel zu kriegen, zu machen. Steve, also ich weiß nicht, Kara hat gerade so schlimme Wehen und muss sich jetzt trotzdem um die Zwillinge kümmern. Das finde ich irgendwie nicht so ganz richtig. Er ist gerade auch irgendwie so ein bisschen überfordert. Er wünscht sich zwar irgendwie die Windel von Dahlia zu wechseln, aber irgendwie weiß er gerade auch nicht mehr so richtig, wie das geht. Irgendwie hat er das verlernt. Ach Leute, heute will mein Spiel einfach irgendwie nicht das machen, was es machen soll. Kiara, geh mal ganz schnell auf die Toilette. Und ich sehe gerade, dass Emily ganz offensichtlich tatsächlich ihr Baby schon bekommen hat, denn ihr Bauch ist verschwunden. Das heißt, sie hat wirklich ihr Kind schon bekommen, was jetzt dann eben bei denen schon zu Hause ist. Wir müssen unbedingt spätestens im nächsten Part mal bei den beiden vorbeischauen und dann gucken, wie das Kind von denen heißt. Und ja, das machen wir aber auf jeden Fall. Aber jetzt muss Kiara erstmal selbst ihr Kind bekommen. Und sie meint, es ist jetzt eine gute Idee, aber zu Emily zu gehen und sie mal zu fragen,
Und sie möchte einfach mit Emily flirten. Warum? Warum möchtest du das? Aber das muss eine andere Emily sein, denn das ist ja nicht Emilys Bild, wie wir sehen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich diese Person finde. Ich glaube, es ist diese Emily, Emily Rivers. Emily Rivers ist mit Colin Rivers verheiratet. Und unsere Kara wünscht sich, mit ihr zu flirten. Wie finden wir das, Leute? Wir wollen in diesem Let's Play sowas nicht, oder? Was sagt ihr dazu, dass Kara solche Wünsche hier äußert gerade? Naja, sie wird auf jeden Fall jetzt erstmal hier zu ihrer Freundin Emily natürlich gehen und einmal mit ihr über die Geburt sprechen, obwohl sie gerade ganz furchtbare Wehen hat. Wird sie trotzdem einmal nachfragen und in der Zeit wird sie auch noch Futter in der Nähe verstreuen. Kara, wenn du nicht da wärst, dann würde hier alles den Bach runtergehen. Wo ist eigentlich unsere super teure Hebamme? Wir können das Baby bekommen! Wir können das Baby bekommen! Warum hat uns denn keiner darüber Bescheid gegeben? Wir können das Baby bekommen. Okay, wir werden sowas von jetzt sofort dieses Baby bekommen. Wir tun jetzt einfach mal so, es wären Fleur und Dahlia jetzt kurz mal bei den Großeltern, weil ich weiß wirklich nicht so richtig, wie man das hinkriegen soll, wenn noch zwei Kleinkinder zu Hause sind. Kara ist jetzt gerade mal hier in ihr Sommeroutfit geschlüpft und meint, es ist jetzt eine gute Idee, so dieses Kind zu bekommen. Und Steve ist natürlich an ihrer Seite, hält ihre Hand und die beiden versuchen jetzt gemeinsam, die Wehen zu verarbeiten und dieses Kind zur Welt zu bringen. Ich kann Steve mit seinem Bart irgendwie nicht ernst nehmen. Oh Mann, Steve, du machst mir das Thumbnail kaputt. Jetzt kann ich das nicht als Thumbnail nehmen, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Okay, Leute, aber ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht wirklich jetzt los. Die bekommt jetzt dieses Kind. Das Kind ist da und ich muss unbedingt einen Namen raussuchen. Ich habe mir nämlich noch keinen Namen rausgesucht von euren Namen. Und ihr hattet so viele Sachen, also so viele Namen in die Kommentare geschrieben. Und die Namen sind alle wunderschön. Deswegen kann ich mich natürlich mal wieder absolut nicht entscheiden. Ich werde jetzt aber gerade mal eure Kommentare durchgehen. Okay, ich habe wirklich. Also es ist unfassbar schwer gewesen, Leute. Ihr habt so tolle Namen in die Kommentare geschrieben. Zum Teil waren aber auch Namen dabei, die wir irgendwie schon mal in unseren Generationen haben. Und das war jetzt gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, Leute. Wirklich nicht. Also vielen Dank für eure wundervollen Namensvorschläge. Aber ich habe jetzt mich entschieden für den Namen, den Jasmin Ziegler 7768 vorgeschlagen hat. Und zwar Tarik. Ich finde diesen Namen sehr schön und ich glaube, dass wir damals unseren Kai aus dem Family Life Let's Play Tarek nennen wollten. Aber dann war es doch irgendwie Kai. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da auch mit E. Und jetzt Tarik. Du hast auch geschrieben, etwas außergewöhnlich. Leute, ich mag außergewöhnliche Namen, weil ich finde das immer schön, wenn das so. Also wenn die einfach nicht so oft in Wirklichkeit vorkommen, weil ich ja als Erzieherin eben viel Kontakt zu anderen Kindern habe. Und deswegen ist es für mich dann irgendwie immer blöd, wenn das dann irgendwie Namen sind von Kindern, die ich aus der Kita kenne. Oder ja, auf jeden Fall ist das irgendwie immer ganz gut, finde ich, wenn die Namen sehr außergewöhnlich sind und dann ja einfach gar kein Bezug zu echten Menschen irgendwie besteht. Deswegen haben meine Sims immer sehr außergewöhnliche Namen und ich finde es auch einfach schön, weil das einfach so, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und jetzt heißt er klar. Kleine einfach Tarik Bernes. Und ich finde den da wirklich sehr schön. Und der Kleine ist einfach direkt eingeschlafen. Was ist denn bitte für ein Sonnenschein? Ich habe tatsächlich ein Default-Dingens hier installiert, weil ich im Mittelalter-Let's Play ja auch spiele. Genauso wie mit dem Notizbuch, was die Sims sich manchmal an den Kopf halten. Ich denke, ich muss da mir einen extra Ordner machen für die Mittelalter-Sachen, dass ich die dann eben immer rausziehen kann, wenn ich ein anderes Let's Play aufnehme. Aber auf jeden Fall hat Tarik deswegen jetzt gerade hier so einen weißen Strampler an und er schläft einfach. Ich glaube, er wird ein richtig entspanntes Baby. Ich würde es den beiden auf jeden Fall total gönnen, wenn er so richtig, richtig entspannt ist. Ich gucke mal, ob wir jetzt trotzdem, ja, wir können natürlich trotzdem hier sein Outfit ändern, werden ihm mal hier die blaue Himbeere anziehen. Ja, wie süß. Und jetzt ist er aufgewacht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ihn jetzt erstmal ein bisschen schaukeln und ihn auf die Stirn küssen. Und Kara ist so, so, so glücklich, dass ihr Baby jetzt einfach da ist. Und dass Tarik auch noch so ein entspanntes Baby ist. Also aktuell zumindest. Kann sich natürlich auch noch ändern. Aber gerade zumindest ist er super entspannt und liegt einfach schlafend glücklich in ihrem Arm. Und gurgelt ein bisschen vor sich hin, während er am Träumen ist. Und ja, Kara ist einfach nur total glücklich. Und jetzt haben wir einfach.
einfach drei Kinder in diesem Haushalt. Das ist schon schön. Ich freue mich auch auf die Zeit, wenn Tarek dann ein Säugling wird. Und ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viele Kinder Kira und Steve so insgesamt bekommen werden. Denkt ihr, die beiden wollen nochmal ein Kind bekommen? Oder denkt ihr, es reicht jetzt erstmal, dass sie jetzt erstmal bei den drei Kindern bleiben und erstmal versuchen, eben mit denen so ein bisschen Zeit zu verbringen? Ach, jetzt kommt unsere Hebamme. Okay, du bist ein bisschen spät, Hebamme. Dass wir vielleicht jetzt erstmal die Zeit mit den Kindern genießen, dass wir vielleicht auch mal in den Urlaub fahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht im nächsten Part oder im übernächsten Part mal einen kleinen Urlaub machen, vielleicht nach Granite Falls oder so. Oder ich denke, Solani sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht so bei denen, aber dass wir zumindest mal so einen kleinen Waldurlaub machen und da ein bisschen Zeit als Familie verbringen oder so. Das könnt ihr mir aber gerne mal schreiben, ob ihr die Idee gut findet. Und dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle aber diesen Part beenden. Aber natürlich beende ich dieses Let's Play nicht, also vielmehr diesen Part. Ich beende natürlich nicht das Let's Play, aber wir beenden diesen Part natürlich nicht, ohne dass wir eine Person grüßen. Und zwar grüße ich an dieser Stelle einmal CuteBunny952. Sie hatte mir geschrieben, dass sie gerne gegrüßt werden möchte und das tue ich natürlich gerne. Ich grüße dich, CuteBunny, an dieser Stelle. Schön, dass du da bist, schön, dass du meine Videos guckst. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und wie immer schreibt mir gerne alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht und bis zu meinem nächsten Part wünsche ich euch dann jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Thank you.